Hallo, ja. Ich bin Kalle. Das ist Kalle. Ja. Ja, das sagt Clarks. Jetzt spielt ESG. Ja, Corki. Scaling-mäßig auf jeden Fall nicht schlecht und du brauchst immer noch ein bisschen DPS. Asir! Asir DPS. Eieiei, gru, gru, die Taube ist da. Wow! Skru, 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 skru. Ja, das freut mich, das freut mich. Endlich mal, ja. Endlich mal wieder ein Vogel in der Kluft, ne? Und Noah ist ja auch schon da, aber mal gucken. Und da sind wir, diesmal hört man dich direkt. Das ist jetzt ein. Ah, Clarks, jetzt hat es mich endlich ermutet. Ja, Leute, vertraut dem Jungen nicht. Aber egal, ja, Big gegen ESG. Asir. Skr. Wow. Das war eine schöne Überleitung. Also, es war erstaunlicherweise also informativ, Clark. Du weißt, ich muss Bart spielen, ne? Das ist richtig. Okay. Bart mit Bart. Mit Bart mit Bart mit Bart. Oh, und ich spiele aus dem Badezimmer, weil ich mehr nicht weiß. Botlane im Cage. Oh, der Knockup hier von Panda, der ist nicht schlecht. Das Problem ist, Donuts ist da. Und ja, und das kann die ganz schnell nach hinten losgehen. Da kriegt Echo direkt den ersten Kill. Oh, und direkt der Emote, der hinterhergesetzt wird. Chapeau, kann man nur sagen. Na, da wurde der Hut auf jeden Fall gezogen, aufgrund dessen man hier einfach na, so richtig schön den Turm anhitten kann, ein bisschen Tower Damage machen kann. Braum ist aber da, ja, mit der Q direkt. Am Arurin, Stacks sind drauf. Das dann ist durch. Oh, das Gravitation kriegt man dahin. Man kriegt ihn. Damit der zweite Kill hier für Big. Und da war man ein klein wenig zu aggressiv. Zieht hier keinen kompletten Lane-Swap durch. Braum wird auf jeden Fall wieder auf die Botlane zurückrotieren. Ne. Es ist halt wieder so typisches ESG-Early. Also man sollte das Ganze jetzt noch nicht überbewerten. Wir haben sowas schon so oft gesehen, dass ESG wirklich nicht gut ins Game startet. Und da kommt auf einmal Ventia zum Beispiel an und holt sich hier den Solo-Kill. Spielt da die Akali super gut aus. Und man muss bedenken, Big war hier das Team, was praktisch geswitcht hat. Und da muss Big aufpassen. Begeben sich aber gerade eine gute Ausgangsleise, das muss man sagen. Sie machen den Start gut, aber das schaffen viele Teams. Oh. Jetzt war das ein bisschen sehr deep von Nowhere. Will natürlich den Heritage unterstützen. Wird dafür aber abgeholt. Jetzt auch Argurin sehr weit vorne. Nille geht da hinterher. Ja, Slow geht nochmal durch. Chaossturm ist rauf. Flash Q von Braum. Und das war's mit Argurin. Oh nee, noch was. Der kommt mit dem Flash nochmal davon. Aber der Snipe. Nee, reicht nicht. Lucian kriegt da. Nightmares mit dem Movement Speed. Jetzt kommt ja Kali mal dazu. Der Kill ist gefallen. Venter jetzt alleine hier gegen zwei. Da muss man aufpassen. Nille flasht nochmal über die Wand. Ja, und Venter geht auch nochmal davon. Es läuft halt auch noch nicht gut genug, wenn ich ehrlich bin. Oh, ist das stark gespielt. CC-Chain, da kommt Lissandra Ult. Und dann eben dieser Echo-Stun. Vergesst, was ich gesagt habe. Was wolltest du denn? Ich wollte gerade einfach sagen, es läuft dann nicht gut genug für Big, dass ich sage, das Spiel sieht so aus, als hätten sie genügend Tempo. Ja. Aber so wie sie es gerade probieren zu forcieren, ist es nicht schlecht. Ah, Donuts hat noch seine Ult. Das heißt, er könnte da vielleicht rauskommen. Der Burn ist drauf. Gerade so eine Überlegung. Der Snipe dann von Bröki. Da kommt er mit dazu. Ja, auch Nightmares jetzt auf sich allein gestellt. Und gerade denkt man, es läuft echt gut für Big. Da kommt ESG und holt sich hier die zwei Kills. Shutdown Gold auch nochmal. Ich meine, wenn du für einen Braum Shutdown bekommst, ja, das ist nicht schlecht. Dann heißt es auch das Gold der Gegner. Oh, aber Argurin! Was machst du, Junge? Da geht er nach vorne, willst ja den Kill und stirbt stattdessen. Ja, Panda muss hier ein bisschen Schadensbegrenzung zu betreiben. Navio geht weiter nach vorne, Panda muss flashen. Super Navio aggressiv. Hinterher, reicht es? Ja, man kriegt den Kill. Genex kommt nicht über die Wand, aber man kriegt halt wieder zwei für sich. Und somit sieht es gar nicht so schlecht aus für Big. Bis die Taube ordentlich gefüttert ist, ne? Du kennst ja alle, Tauben sind schon ziemlich gierig. Na, die brauchen halt eine Menge Futter, ja, um wirklich zufrieden zu sein. Und so ist bei Asi, er braucht eine Menge Gold. Oh, Genex geht da rein, Streamer schafft ihn nicht. Schlechte gegen Donuts und Genex, die können sich da aber wehren. Lissandra Ult geht auch nochmal raus. Bröki ist jetzt down, Donuts auf der anderen Seite versucht ein bisschen was auszuteilen. Panda tankt so gut er kann. Nightmares fällt zwar, aber man tauscht jetzt hier die Supporter. No Way und Argurin wollen nochmal entkommen. Währenddessen Navi wieder auf dem Weg hinterher, entscheidet sich aber dagegen. Und wieder Vorteil für Big. Das wird das nächste große Tool werden für Big, um das Spiel auch zu beenden. Und die versuchen jetzt echt den Baron durchzuziehen. Ventia braucht noch sehr lange. Hat auch keinen Teleport, aber wie man sieht, hat Big nicht den konstantesten Schaden. Ah, da fehlt ein bisschen was. Brecht den ab. Oh, Lissandra. Für den Fight gehen. Genix ist, oh, super gut super drin. Das ist stark gespielt. No Way's Ult geht da komplett ins Leere. Man kann sich jetzt hier Panda abholen. Man kriegt sogar No Way und das ist wichtig. Das ist jetzt ein 5 gegen 3. Das ist echt stark. Argurin, das ist so stark. Der brennt jetzt, wird hier auch abgeholt. Und auch Bröki, für den wird es gewesen sein. Night wow. Down, okay. Ja, Big, die wollen die Basis weiter einreißen. Haben jetzt keinen Baron mehr, das könnte zum Problem werden. Vorteil ist natürlich, du kannst jetzt auch mit Donuts gehen, der hat wirklich Full Tank so. Zeit, er hat Runic Echos und danach nur Tank-Item. Imperiale Phalanx. Das macht Sinn. Das ist ja auch der Emperor und jetzt hier No Way, der ist super weit hinten. Kann er mit seinem Streamer-Shuffle
Wenn man ein bisschen gegenwirken, wird aber noch nicht abgeholt. Agurin wieder down, der nächste Kill sollte auffallen. Panda springt nochmal rein. Navio ist gottgleich, holt sich dann noch einen Kill. Der nächste Turm fällt, der Inib sollte hier auch down gehen. Und das könnte die 1-0-Führung für Big werden. Und somit der erste Win sein in dieser Serie. Die nächste Niederlage für ESG. Noch ist es nicht vorbei. Ja. Noway und Brücki stehen noch. Und auch Vente ist noch mit am Start. Man versucht es nochmal zu verteidigen. Ah, ein neuer Tower wurde aufgebaut. Frage ist, wie viel hilft jetzt gerade? Die Soldaten teilen das gut aus. Also wenn wir jetzt mal all in gehen, können wir es vielleicht schaffen. Navi nach vorne gegen Brücki, der muss immer nach hinten raus. Jetzt die Soldaten, die tun natürlich ordentlich weh. Und Big geht auf Nummer sicher und zieht sich ja auch nochmal zurück. Ah, nächste Baron wird hier angegangen. Hälfte Leben ist auch schon weg. ESG weiß das natürlich. Ja, und Big geht wieder auf Nummer sicher, zieht sich zurück. Können aber eben mit der Wave spielen, die gerade über die Toplane in die Basis von ESG läuft. Da muss jemand verteidigen und sofort zurück an den Baron. Vision soll nochmal geklärt werden. Don Arzt stellt sein Stunfeld auf. Einfach zur Abschreckung. Baron wieder recht low. Man kann weiter durchziehen. Venteher ist gerade nicht da. Hat auch kein Teleport zur Verfügung. Genex geht nochmal nach vorne. Ultet sich da selbst. No Way muss auch nochmal aufpassen. Niederbane holt ihn hier ab. Und das soll es gewesen sein. Agurin jetzt mittendrin. Auch er wird fallen. Und das ist das 1-0 für Big gegen ESG. Big Plays. Na, die ziehen das hier eiskalt durch. Double Kill für Lucian, wenn es ja... Wird halt auch keine Zeit rausholen können. Er versucht, die Gegner nochmal nach hinten zu ziehen. Sie zum Chase so ein bisschen zu überreden, aber der Nexus ist offen. Und Victor und Echo sind beide auf dem Weg in die gegnerische Basis. Lucian jetzt auch gleich da. Würde nochmal an dem Inhib vorbei müssen. Und da kriegt man den nächsten Kill. Würde es nochmal ein Ace am Ende, ist die Frage. Brücki lebt immer noch, wie es für ihn halt eigentlich Standard ist. Mit Ezreal überlebt er da mal sehr lange. 50 Gold für Lucian, wenn ich es richtig gesehen habe. Und damit wirklich der erste Win. 32-8. Schon recht eindeutig, kann man meinen. Und du könntest jetzt sogar Victor noch auf die Toplane setzen, je nachdem, wie gut sich der mit Venteer fühlt. Denn du hast einen Sion. Ja, und der sollte da nicht die größten Bedrohungen für dich darstellen. Du kannst vor allem die ganze Zeit schön mit dem Kleptomancy farmen. Also die Aussichten sind da nicht schlecht. Du kannst aber auch nochmal switchen, falls hier Big sich denkt, oh ja, wir haben noch was anderes im Ärmel. Es wird auf jeden Fall Nautilus Support werden. Und ich würde mir jetzt noch Damage wünschen für die Mitte. Ah, Swain. Schwierig. Also jetzt hast du halt bei Big wirklich nicht das größte Zeitfenster. Was halt gut ist, also die überleben ja ewig, ne? Das stimmt. Aber die haben jetzt hier sehr viel auf Swain, sage ich jetzt einfach mal, und auf Lucian gesetzt. Jetzt ein Corki. Werden wir natürlich dann sehen. Und auf der Gegnerseite noch der letzte Pick jetzt hier. Und es ist tatsächlich der Camille. Also Victor Mitte. Victor Midlane. Kannst du gegen Swain sogar spielen? Es ist wieder ein wunderschöner Übergang. Ja, es war es noch nicht. Ne? Ich sage immer, es war es, aber es ist ja gar nicht. Ja, der vor allem Bumper sagen, das war's und dann willkommen. Ja, ESG, ja, willkommen. Zweites Game gegen Big. Und da brauchst du eigentlich sehr guten Peel, was mit Dösch zwar möglich ist, aber schwer umzusetzen später. Hier ist es immer wieder wichtig, dass Panda seinen E, seinen Flay einsetzt, wenn man sich gerade... Oh, no way, muss direkt rausflashen, dann gehen wir nochmal vorne, zwei Flashes gezündet, das ist First Blood für den Swain hier. Nilly! Nilly alleine gegen zwei, Knockup geht zwar durch, reicht aber nicht für den Kill, somit tauschen wir insgesamt 1-1. Seid mal noch ein bisschen aktiver, macht noch ein bisschen Lärm, damit zum Beispiel ESG vielleicht den Ausgleich schafft oder Big tatsächlich das nächste Team sein könnte. Das ESG hier 2-0 besiegt, der huckt wieder drauf, der huckt jetzt vom Tisch ebenfalls hinterher. Problem ist, Nautilus steht mittendrin, der bringt den CC durch, der Schaden von Navi auch nicht schlecht. Jetzt kann man zurückfighten, huckt jetzt drauf, Nightmares wird da rangezogen, man will den haben, brennt hier auch, Kill geht durch, aber Navio sichert sich ebenfalls ein und währenddessen in der Mitte Genex hier gegen No Way. Er sollte das Ganze sogar überleben können, wobei der Schaden kommt durch und das war's für ihn. Genex jetzt auch 2-0 und genau das braucht Big. Ja, zumindest den Drachen kann man sich jetzt mitnehmen. Das kommt eben über diese Kontrolle, über die Bobside. Die Bobside. Über die Botside hat. Ah, Gurin auf dem Weg Richtung Job und auch die Botlane von ESG macht sich auf den Weg. Das soll es für Nille gewesen sein. Holt zwar noch ein bisschen Zeit aus, aber Kataklysmus am Ende. Ja. Bisschen Overkill. Ja, der Last Hit. Ja, lieber schnell das Ganze beenden, bevor Sai nochmal irgendwie Q chargen kann, Schild durchbekommt. Der Midlane sollte der Tower jetzt auch fallen, der Herald allein wird da nicht genügen, aber man hat ja noch Navio, der noch den ein oder anderen Tackle hinterher setzen kann. Der Arrow, der trifft noch Arzt, Kombo geht direkt hinterher, Kataklysmus rauf, jetzt in der Stopwatch. Die Frage ist, kommt er nochmal raus? Der arme kleine Baum wird das Herald. Redemption noch hinterher, Chaos-Sturm geht durch, aber der erste Kill ist gefallen, Brücke ist down, jetzt No Way hier. Der will flankieren, du bist aber alleine und da flasht zwei Leute und das ist der Kill für Nightmares und jetzt 6-4 jetzt für Big.
Swain, du hast es vorhin angekündigt, er wird schwer zu töten sein, aber... Bei No Way macht Victor, er guten Schaden. Das war dann nicht schlecht, schönes Sidestep hier nochmal. Und das war's für ihn. Shutdown geht auch nochmal. Und währenddessen in der Mitte der Fight, Kataklysmus geht durch. Duschen down. Brücke kriegt auch nochmal einen Kill. Der Fight ist das gewonnen. Das geht jetzt ganz schnell der Fight nach hinten los eben für Big. Das ist das, was wir angesprochen haben. Kein der Schaden Fight mehr. Ist gewonnen. Gewonnen. Und Agurin hat nochmal Bock, hinterher zu gehen. Das reicht uns. Das, ja. Okay, das war schlecht. Das war keine Peitsche. Das war eher so ein Brett, was da runterfällt. Aber das ist es halt. Ne? Die Kombo von Big gewagt und auf jeden Fall mit Potenzial, aber deutlich schwerer auszuspielen als das, was ESG hier vorhatte. Das versuchst, aber du brauchst trotzdem irgendwo wirklich den Ausgleich. Ne? Panda... Ich meine, Swain ist im Team auch stark. Gegnern. Jetzt kommt Ventia aber dazu und der ist stark. Zu viel gefällt. Ja, und dann Arzt wird hier abgeholt. ESG ist auf dem Weg zum 1:1. Ja, und No Way kriegt auch nochmal einen Kill, für ihn natürlich wichtig. Kommt jetzt langsam immer weiter zurück ins Game. 5000 Gold gerade, ne? Und es sind halt wirklich, wirklich... Toplane ist halt 3200 Gold. Und guck dir auch nochmal Jungle ganz kurz an. Also ja. 2000 Gold mehr auf Agurin. In dem Game hat er sich wieder zusammengerissen. Was wird hier nochmal den Baron... für Big bringen. Man versucht gerade nicht mit der Swain-Fähigkeit nochmal irgendwie zu... Oh, wobei Panda wäre wenigstens mit ihm. Da kommt Nille von der Seite noch reingerannt. Warte mal. Das ist kein schlechter Fight. Navio kann ja auch schon gut aussehen. Jetzt ist aber eben Gen-X down. Und das war's dann auch schon wieder. Du hast keine Frontlane gerade für den Lucian. Der Nille, ja, der hält gar nichts aus. Das man ist kann die Gegner aber immer vom Baron abhalten. Wieder in die Defensiven. Versucht jetzt die Tier-2-Türme zu verteidigen. Und Camille und Jarvan sind auf der Top-End unterwegs. Alleine wird das Sion nicht verteidigen können. Deswegen versucht man hier nochmal irgendwie auf ein Ziel zu kollapsen. No Way gerade rauszunehmen. Oh, in der Hoffnung. Flash dann hier. Man wieder rein. Aber das stirbt Navio einfach weg. No Way im 1 gegen 4. Der lebt immer noch. Jetzt kommt die Nautilus. Das wird zu ihm gewesen sein. Aber guck mal, wo die Gegner Top-Lane sind. Ja, Agurin und Venter denken sich, ja gut, komm, wir pushen jetzt endlich. Das wird der Inhibitor. Und vor allem, dass No Way da noch einen mitnimmt. Ja. Das ist halt insane. Ja, genauso soll es aber aussehen mit einem Victor, der inzwischen zwei Items komplett besitzt und nochmal ein paar Stäbe im Winter hat. Oh, Kataklysmus muss hier nochmal rein. Man will jetzt Donuts mitnehmen. Nightmare ist da auch extrem low, wird angegangen jetzt in der Stopwatch. Der erste Kill ist da schon gefallen. Man will weiter rennen. Venter auch nicht mit so viel Leben. Muss sich sogar nochmal dazu entscheiden, rauszugehen. Agurin wird immer wieder belebt und Panda kriegt den nächsten Kill. Sollte in der Nelly fällt, denn das sollte insgesamt das Game sein. Und somit hätten wir heute das einzige 1:1 im letzten Spiel gehabt. 1:1! Master Davis! Bart Davis. Ja, wir haben hier den Finish, wie es aussieht. Agurin schenkt ein bisschen lang. Gibt nur nochmal Killer. Sehr lang. 600 Gold, ne, kann man nochmal abgeben. Wäre natürlich schön gewesen, hier weiter eine Standarte zu haben, mit der man den Tower vernichten kann. Aber den kriegt man ja auch so. Ah, und immerhin noch 6 Sekunden auf Don Arts, aber... Nightmares fällt ja als nächstes. Letzter Nexus-Tower wird vernichtet. Und damit ist der Nexus nicht nur offen, sondern wird ja auch direkt zerstört werden. Shutdown nochmal auf Camille. Und da kommt nochmal das Niedermähen durch. Keine Chance. Aber es wird nicht reichen. Und das ist der 1:1-Ausgleich. Sogar nochmal ein Double von No Way am Ende. Ja, was soll ich sagen? So eindeutig, wie das erste Game teilweise aussah, sah das hier halt sehr